Sie ist Cordula Grün, ich hab sie tanzen gesehen. Hab ich sie noch gefragt, ob sie morgen mit mir einen Tee trinken mag. Ohne ein Fruchtkonzentrat. Wer zuerst geht, verliert, hat sie dann abends skandiert. Aus unserem Tee wurde Bier, zwei große Schnaps und sie sagt, komm mit nach Hause zu mir. Mein Mann wohnt eh nicht mehr hier. In der Birne über mir steh ich auf und ich sing ihr ein Liebeslied. Ihr Mann hieß Eberhard Grün, er hat sie tanzen gesehen. Hat er sie noch gefragt, ob sie morgen mit ihm vor den Altar treten mag? Und sie hat ja gesagt. Yeah. Hätte ich das geahnt, hätte ich's anders geplant, ich hätte weggesehen. Vielen Dank für diese gute Laune, Wolfgang und Max, geil. Und mit dieser Musik kriegen wir dich also auch zum Tanzen, Ray. Also bitte, ich tanze so gerne. Ich sehe nicht gut aus, aber es tut gut. Ja, gut. Erstmal vielen Dank, dass wir diese Energie im Raum gebracht haben. Das ist das, was ich an Musik liebe halt. Einfach, wenn ich zwei Typen singen höre halt und du merkst, dass ihr Spaß daran habt. Max, der strahlt so eine Freude. Wolfgang, ey, du bist der deutsche Jarvis Cocker. Also ganz ehrlich, wie du dich bewegst halt irgendwie so, das ist so cool. Ich finde euch beiden echt eine geile Kombination. Das war echt ein super Auftritt. Legendär. Bitte runter wie frisches Salatöl hier. Ja. Samu, ja? Hast du Cordula Grün vorher gekannt? Ich spiele Cordula Grün immer in meinem Hard Drive zu Hause. Wie ihr euch das vorstellt, wo Samu wohnt. Der wohnt in so einer Hütte aus so fetten Holzstämmen irgendwie und arbeitet immer an irgendwas. Wikingerhelm, yeah, nimmt gerade einen Fisch aus und so. Und dann hat er einen seinen Hard Drive. Und dann macht er irgendein Lied an. Cordula Grün. Und dann macht er weiter. So stellst du dir das vor. Das ist eine schöne Fantasie, Marc. Ja, aber ist das nicht schön, guck mal, nach so einem Battle, dass wir hier so rumalbern und so ein bisschen Spaß haben. Danke dafür, echt mega geil. Ja. Man sieht sehr, sehr oft auf dieser Bühne unglaublich Sänger, aber ich würde mir gerne wirklich Konzerte von euch beiden ansehen, wenn ich ehrlich bin, so wie ihr da gerade seid. Es ist eine sehr, sehr spannende Entscheidung. Also müsste ich entscheiden, hätte ich so eine leichte Tendenz hier auf meine Seite Richtung Wolfgang. Wahrscheinlich. Okay. Ich würde jetzt, wenn wir uns entscheiden müssten, hätte ich jetzt eine leichte Tendenz in Richtung Max. Weil vom Ausdruck und allem, was du gemacht hast, du hast so viele Sachen eingebaut und wie du gegrinst hast und diese Geschichte erzählt hast. Wirklich, ich habe dir so gerne zugesehen. Ich fand es ganz toll. Danke. Aber jetzt für die Show kommt nur einer weiter. Jungs. Super Job. Ich bin super stolz. Wolfgang, es ist nicht erste Zeit, du stehst auf eine Bühne. Du hast Hunger, du hast Attitude, du liebst Musik. So, es ist so cool, dich sehen mit deiner Gitarre und wie du tanzt, wie du machst alles, alle diese Dings. Voll Respekt. Danke.
Und dann du. Max, ich weiß nicht, was passiert in dieser schönen Welt in Zukunft, aber ich möchte viele, viele, viele Abende mit dir in einem Bar sitzen und Bier trinken, weil du bist der coolste Typ der Welt. Ganz ehrlich, Max. Danke. Ich hab ziemlich Bock, den Wolfgang in mein Team zu holen. Ja, erstmal vielen Dank für das Vertrauen. Und ihr habt dieses Lied zum Leben gebracht und ihr habt echt mit Herz das gemacht. Nur eine darf weiterkommen und derjenige haben wir gewählt, weil wir dachten, der könnte mit der nächsten Chance mehr daraus machen, um einfach die Welt mehr von sich selber zu zeigen. Toll gemacht, Max, aber wir gehen mit Wolfgang. Wolfgang Herbst, du bist der Sieger des Battles. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Thank you so much. Wolfgang Herbst ist der Gewinner des Battles. Ja, Max, für dich geht's leider nicht in die Sing-Offs, aber dafür in die Kneipe. Danke, dass du dabei warst. Max, vielen Dank für deinen tollen Auftritt hier.